06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Sascha Hildmann, der Spielplan geht in Rassen, Schritten weiter. Kann man sich denn schon wieder komplett auf Fußball konzentrieren? Habt ihr das, was in Essen passiert ist, komplett aus den Kleidern schütteln können? Das hoffe ich doch. Wir haben uns lange darüber unterhalten, über diese Situation, dass ja schon eine absolute Ausnahmesituation war. Wir konnten uns im Stadion von Essen schon länger austauschen, versuchen das Ganze dann wirklich so zu verarbeiten, dass wir jetzt morgen wieder top in dieses Spiel reingehen können. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass wir direkt weitermachen können, Fußball spielen können und uns auf den Job konzentrieren können. Wenn man rein sportlich auch auf das Spiel in Essen blickt, was konnte man daraus mitnehmen, was man eben morgen Abend vielleicht auch wieder braucht? Was haben die Jungs gut gemacht? Also ich muss sagen, dass die Mannschaft wirklich ein sehr großes Herz hat. Wir haben den Rückschlag mit dem Elfmeter bekommen, das für mich immer noch keiner war. Dann musst du erstmal so zurückkommen wieder. Und die zweite Hälfte, wie mutig wir das dann gespielt haben, wie wir da Gas gegeben haben, uns das Tor absolut verdient haben und dann am Drücker waren vor dieser Kulisse und so weiter. Das hat mir sehr imponiert und ich glaube, das brauchst du morgen auch wieder, diese Power, diese Mentalität, die uns so auszeichnet. Mit Thomas habt ihr mal einen reingeworfen, der hat sein Debüt in so einer Kulisse gefeiert. Wie fandst du ihn und kann wahrscheinlich dann auch in Zukunft weiter auf sich aufmerksam machen? Ja, er hat genau das gezeigt, was wir uns erhofft haben, nämlich eine Ruhe am Ball, immer auf Lücke gelaufen, Positionen ausgefüllt, immer da gewesen, sehr viel gesprochen, auch robust gewesen in den Zweikämpfen, nach vorne orientiert, nach vorne verteidigt. Das ist eben das, was er auch im Training gezeigt hat und deshalb haben wir uns für ihn entschieden, hat es gut gemacht und er kann gerne weiter so spielen. Blick auf Rödinghausen, eigentlich wie immer wahrscheinlich ein sehr, sehr unbequemer Gegner. Absolut unbequem, natürlich eine gute Mannschaft, die nichts mehr zu verlieren hat. Die werden nach hinten immer viel zu tun haben, nach vorne auch nicht. Die werden frei aufspielen morgen, wollen uns wehtun. Wir wissen, dass da, was da kommt und werden uns dementsprechend auch vorbereiten.